In der New Economy ist es so, dass diese Firmen extrem viel in die Digitalisierung investieren. Google, Amazon und andere investieren beinahe 50% ihres Umsatzes in die IT. Auch branchenspezifisch unterschiedlich, hängt davon ab, wie hoch das Potenzial dort ist in der Digitalisierung. In der Automotive-Industrie beispielsweise ist es so, dass dort sehr viel in die Digitalisierung der Produkte investiert wird. Im Finanzbereich, wo ja alle wissen, dass die angegriffen werden durch neue Companies, die sehr stark digitalisiert sind, wird sehr viel in die Optimierung der Prozesse investiert. Dann ist auch noch so, dass es Unterschiede gibt im B2C-Bereich beispielsweise. Fängt die Digitalisierung über Customer Portals an, dann wird die Produktion und Operations und Logistik auch optimiert. Im B2B-Bereich kommt die Digitalisierung eher über Industrie 4.0, wo dann die Produktion und Logistik entsprechend flexibilisiert wird, kostenmäßig optimiert wird. Dort geht man also wesentlich stärker in die Prozesse. Im Finanzbereich ist Digitalisierung noch nicht besonders ausgeprägt. Für viele Finanzorganisationen ist Digitalisierung immer noch ein sehr neues Feld. Das merkt man vor allen Dingen daran, wenn man mit CFOs spricht, dass so ein zentraler Bereich wie Governance und Methodenvorgabe wirklich immer noch nicht angegangen wird. Das ist aus meiner Sicht ein durchaus kritischer Punkt, weil es entstehen natürlich jetzt in der Operations, im Vertrieb eine Menge digitaler Applikationen. Jeder nutzt andere Daten, jeder nutzt andere Algorithmen und die Dinge werden nicht zusammenpassen. CFOs, die seit Jahren um Single Point of Truth kämpfen, die wissen sehr genau, was da auf sie zukommt, wenn jeder nach anderen Methoden arbeitet. Auch der andere Teil, nämlich die Digitalisierung des eigenen Bereiches, wird nach wie vor immer noch mit Fragezeichen versehen. Wo kann das wirklich eigentlich Erfolge bringen? Derweil ist ganz klar, dass Digitalisierung, Planung, Reporting und andere Prozesse wirklich optimieren kann und damit eine völlig andere Art von Unternehmenssteuerung erfolgen kann. Wir empfehlen, mit einem Zielbild anzufangen. Im Zielbild wird definiert, wie der CFO-Bereich in 5 bis 10 Jahren sich positionieren will, welche Aufgaben er dort übernehmen will. Und im Zielbild wird natürlich auch eine Roadmap definiert, mit welchen Schritten man dorthin kommt. Das heißt Projekte, Organisationsänderungen. In der Art und Weise, wie Projekte aufgesetzt werden und in dieser Roadmap definiert wird, definiert der CFO und damit natürlich auch das gesamte Management, in welcher Geschwindigkeit sie vorwärts gehen. Sie definieren also ihre eigene Geschwindigkeit. Natürlich muss dabei auch immer die Geschwindigkeit der anderen Bereiche berücksichtigt werden, aber wenn man das Zielbild hat, so unsere Erfahrung, ist man extrem effizient. Kritisch dabei sind normalerweise die Mitarbeiter. Nicht kritisch, weil sie Mitarbeiter sind, sondern die Entwicklung, der Mindset in Richtung Digitalisierung ist kritisch. Und der CFO muss es organisieren, dass er einige innovative Leute tatsächlich motiviert, hier einzusteigen, dass er aber auch Menschen, die heute sehr gute Spezialisten sind, in Projekten so einbindet, dass sie die Vorteile der Digitalisierung sehen. Man muss einfach wissen, dass Digitalisierung einigen Menschen wirklich den Arbeitsplatz kosten wird. Man muss sehen, dass Manager nicht mehr managen müssen, weil vieles, was sie heute managen, in Zukunft die Systeme für sie entscheiden. Die werden als Spezialisten eingesetzt werden. Das ist für die Leute durchaus eine Herausforderung. Um das Ganze zu unterstützen, empfehlen wir dem CFO auch eine Organisations-Roadmap zu machen, um zu überlegen, wie er wirklich motivierend Organisationselemente verwenden kann, damit seine Organisation schnell in diese Richtung Digitalisierung geht. Er hat es also selber in der Hand, wie schnell er ist. Bei den Punkten, die dabei zu beachten sind, können wir gerne unsere Erfahrungen zur Verfügung stellen. Mit der Digitalisierung können die gesamten Planungsprozesse, die Reporting-Prozesse, die Forecast-Prozesse, also die Kernprozesse im CFO-Bereich, wirklich schneller gemacht werden, kostengünstiger gemacht werden und wesentlich präziser zur Steuerung beitragen. Ein zentrales Element dabei ist eine Lösung, wie wir sie nennen, Forecasting Digitally Empowered. Forecasting Digitally Empowered bedeutet, dass man Forecasts aufbaut, die tatsächlich vollautomatisch laufen, die Kundendaten verwenden, die Daten aus der eigenen Organisation verwenden, die Informationen von Wettbewerbern einspielen. Und diese Informationen werden letztendlich ergänzt, um entsprechende Trendinformationen
aus dem Open Web. Damit bietet sich eine Grundlage, die man verwenden kann, um langsam die bestehenden Bottom-up-Planungen und Bottom-up-Forecasts zu ersetzen durch diese automatischen, immer lernenden Systeme. Das ist ein sehr komplexes Modell, hört sich sehr komplex an, ist aber, man kann mit ganz kleinen Bausteinen anfangen und langsam hier besser werden und damit langsam die Effizienz und die Potenziale, die im CFO-Bereich liegen, heben. Wenn diese Instrumente erstmal installiert sind und wenn sie wirklich saubere Prognosen abliefern, was nach einiger Zeit passieren wird, weil das sind ja lernende Systeme, dann kann man tatsächlich den Bias des Managements ausschalten. Man muss nicht mehr bottom-up abfragen und Unternehmenssteuerung wird faktenbasiert und nicht emotional.